Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Biene von Systylery. Auch wenn das Wetter hier bisweilen nicht danach aussieht, stecken wir doch mitten im Sommer. Und wenn ihr wie ich im Büro arbeitet, steht ihr ja vielleicht auch manchmal vor der Herausforderung, euch für die heißen Temperaturen angemessen anzuziehen. Um euch dafür ein bisschen Inspiration zu liefern, habe ich euch heute 4 Outfits mitgebracht und verrate euch, wieso sie sich für den Sommer im Büro besonders gut eignen. Die Looks würde ich so auch in meinem Job tragen, wo wir fairerweise aber auch keinen richtigen Dresscode haben. Wenn ihr also in einem Büro seid, wo ihr bestimmte Kleidungsstücke oder Uniform tragen müsst, werden die Outfit-Ideen wohl eher nichts für euch sein. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem den ein oder anderen Tipp mitnehmen, wie ihr euch auch bei heißen Temperaturen angenehm anziehen könnt. Und falls du mich noch nicht kennst, hi, ich bin Wiene von Systylery. Ich schreibe schon seit über 10 Jahren über Nachhaltigkeit, Mode und alles, was dazugehört. Und wenn dich diese Themen interessieren, dann folge mir doch sehr gerne hier auf YouTube oder abonniere auch sehr gerne meinen Newsletter. Hiermit bleibst du über neue Beiträge immer up to date und du erhältst außerdem ein gratis E-Book von mir, mit dem du in nur 3 Schritten zu deinem persönlichen Stil findest. Den Link zum Newsletter findest du in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber erst einmal direkt los mit dem Video. Beim ersten Look machen wir es uns besonders leicht, denn wir ziehen einfach ein Kleid an. Das finde ich generell immer ganz entspannt, weil man mit nur einem Kleidungsstück bereits komplett angezogen ist. Mein Kleid ist das Modell Sedisa in Schwarz von Armed Angels. Hier habe ich übrigens auch noch einen Rabattcode für euch. Mit Systylery15 spart ihr 15% auf euren Einkauf. Den Link zum Shop findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Kleid hier hat ab der Taille eine Wickelpartie. Und das finde ich ganz angenehm, weil es einem ein bisschen Flexibilität gibt, zu entscheiden, wie eng das Kleid sitzen soll. Und im Sommer ist es einfach schön, mit viel Volumen zu arbeiten. Das heißt weite Röcke, weite Hosenbeine, einfach um die Luft an die Haut zu lassen, auch wenn es warme Luft ist. Das geht bei Wickelteilen einfach besonders gut. Was das Kleid außerdem fürs Büro auszeichnet, sind die Rocklänge, aber auch der Halsausschnitt und die Ärmellänge. Gerade im professionellen Kontext möchte man ja nicht immer so viel Haut zeigen. Und das Kleid erlaubt es einem, diesen Grat zu wandern von einem Outfit, das immer noch bedeckt genug ist, ohne im Sommer einen Hitzschlag zu kriegen. Außerdem lassen sich Sommeroutfits durch Accessoires gut an die eigene Situation anpassen. Beim Kleid habe ich jetzt große silberne Ohrringe benutzt, um das etwas sportliche Design noch schicker zu machen. Und habe dann auch noch Heels in einem ungewöhnlichen Grün dazu kombiniert. Auch das wieder ein Schuh, der gut in den Sommer passt, aber nicht zu aufreizend wirkt und gerade in einem etwas kreativeren Arbeitsbereich gut reinpassen würde, durch die etwas ungewöhnlichere Silhouette. Je nachdem, wie entspannt es bei euch auf der Arbeit zugeht, könnte man das Kleid aber auch mit einer Birkenstock-Sandale kombinieren. Oder zumindest so etwas in der Art, so wie ich das hier mit den sandfarbenen Mules gemacht habe. Das ist dann natürlich weniger schick, aber es kann und will auch nicht immer jeder mit Absätzen durch die Gegend laufen, besonders wenn es einem im Sommer so warm ist. In so einem Fall macht eine flache Sandale, in die man einfach reinschlüpfen kann, schon viel Sinn. Solange es kein Flipflop ist, würde ich sagen, hat man hier einen sehr großen Spielraum. Beim nächsten Outfit stylen wir ein paar Shorts. Hier ist meiner Meinung nach die richtige Länge entscheidend. So richtige Short-Shorts gehören nicht in den professionellen Kontext. Darum dürfen die Hosenbeine auch bei einer kurzen Hose gerne ein Stückchen länger sein. Außerdem ist auch hier wieder Volumen für den Komfort entscheidend. Sowohl die Hose als auch das Shirt dazu sind etwas weiter geschnitten. Hier kann also auch wieder genügend Luft an die Haut. Die Hose ist übrigens auch aus Leinen, was ein super Stoff für die Sommergarderobe ist. Leicht und atmungsfähig. Um das Outfit jetzt etwas schicker und interessanter zu machen, kommen auch wieder Accessoires hinzu. Einerseits Schmuck. Hier habe ich mich für goldene Ohrringe mit Perlen entschieden und andererseits einen geflochtenen Ledergürtel mit goldener Schnalle, der dann auch zum Schmuck passt. Als zusätzliche Schicht kommt dann auch noch eine Oversized-Bluse hinzu. Die ist auch wieder von Armed Angels, das ist die Isal-Bluse. Ich verlinke euch alle Teile auch gerne unten nochmal in der Infobox, schaut also gerne mal rein. Auch hier ist Volumen wieder der Schlüssel zum Sommerlook fürs Office. Das bringt Luftigkeit rein, trotz der langen Ärmel und sieht entspannt aus, ist aber dennoch geeignet fürs Büro. Bei den Schuhen kann man auch wieder experimentieren. Farblich abgestimmte Heels sehen dazu schick aus und bringen etwas Sexappeal durch den Absatz rein. Aber man kann den Look auch entspannter gestalten mit flachen Loafers. So habe ich das Outfit letztens übrigens auch selber im Office getragen. Noch eine Stufe sommerlicher wird es dann sogar mit Birkis, wobei meine da jetzt farblich nicht so gut passen, aber ich glaube, ihr versteht die Idee. Mit der Schuhwahl kann man eben einfach nochmal den Lässigkeitsgrad entweder hoch oder runterschrauben,
ganz so, wie man es selber am passigsten findet. Wenn ihr jetzt eher nicht so der Typ für Shorts seid und euch generell auch nicht so mega wohl fühlt mit nackten Beinen, dann sind längere Hosen auch im Sommer tragbar. Der Schnitt und der Stoff müssen nur stimmen, damit ihr bei den Temperaturen nicht eingeht. Wir stylen also jetzt einfach mal ein Outfit mit einer etwas längeren Hose in 7/8 Länge. Das ist die Carunus Lino von Armed Angels. Was diese Hose so schön für das Büro im Sommer macht, ist, dass sie einerseits sehr ordentlich aussieht durch den Reißverschluss und den Knopf, aber gleichzeitig ist der Tragekomfort sehr hoch, weil einmal hinten ein Gummi im Bund eingenäht ist. Das heißt, die Hose schneidet beim Sitzen nicht so ein. Und die Beine sind weit geschnitten und der Stoff auch wieder ein Leinenmix. Als Oberteil wollte ich auch etwas, das luftig locker sitzt, ohne aber zu viel Haut zu zeigen. Ich habe mich hier für das Nera Crinkle Oberteil von Armed Angels entschieden, weil es zusätzlich noch eine ganz interessante Textur ins Outfit bringt. Der Stoff ist super leicht, wie eine Feder, und mit dem Band am unteren Saum kann man das Top dann auch etwas enger ziehen, um wieder ein bisschen die Taille zu betonen. Die Hose ist dabei auch hoch genug dafür geschnitten, dass man nicht bauchfrei unterwegs ist. Jetzt fand ich das Outfit ein bisschen dunkel, deswegen bringe ich mit Accessoires wieder ein paar hellere Nuancen rein. Einmal mit einer langen Kette, die sich schön vor dem dunklen Oberteil abhebt, und generell einfach ein bisschen Goldschmuck. Achtet bei Ringen nur darauf, dass die auch passen, wenn die Finger bei der Wärme etwas anschwellen. Größenverstellbarer Schmuck ist dafür eine ganz gute Idee. Und auch hier haben wir Optionen, mit dem Schuhwerk die Stimmung vom Outfit anzupassen. Entweder etwas verspielter und weiblicher mit fliederfarbenen Mules oder etwas entspannter, aber dennoch elegant mit flachen Mules. Ja, ich liebe Mules und ich habe sie in vielen verschiedenen Ausführungen. Aber ja, so kann man eben auch längere Teile wie Hosen bei heißen Temperaturen im Büro tragen oder ertragen. Und für den letzten Look in der Runde wollte ich auch noch einen Rock stylen und schauen, wie man diesen sommerlich und bürotauglich kombinieren kann. Zugegebenermaßen bin ich selber nicht so die Rockperson, aber ich habe diesen Wickelrock vor vielen Jahren selbst genäht und trage ihn so selten, dass ich es heute mal zum Anlass nehme, ihn wieder auszupacken. Wickelröcke sind eine schöne Option im Sommer wegen ihrer Luftigkeit und die Flexibilität, die Weite je nach Körperumfang selber einzustellen. Und es ist eine gute Wahl für alle, die ihre Outfits gerne feminin mögen. In der Freizeit würde ich den Rock jetzt einfach mit einem etwas schickeren Tanktop kombinieren. Und je nachdem, wie das bei euch in der Bürosphäre passt, geht das auch. Ich wollte aber lieber etwas Haut bedecken. Das heißt jedoch nicht, dass es prüde aussehen muss. Ich habe mir dafür eine Leinenbluse geschnappt und knöpfe diese erst so ab dem dritten Knopf oder so zu. Jetzt hat man ein paar Optionen. Entweder man gestaltet den Look verspielter, indem man die Bluse unten einfach zuknotet und so eine kleine Schleife vorne lässt. Oder man kann sie ganz zuknöpfen und einfach in den Rock stecken. Das sieht dann etwas cleaner und erwachsener aus. Ich würde die Bluse an den Ärmeln etwas hochkrempeln, um auf ganz lässige und unaufdringliche Weise trotzdem wieder etwas Haut zu zeigen. Und auch hier kommen zum Abschluss die Accessoires hinzu. Ich nehme jetzt einfach wieder die Kette vom letzten Outfit. Die lasse ich aber in die Bluse fallen. Und wie immer gibt's Optionen mit den Schuhen. Entweder man geht ein bisschen hoch und stylt den Look so Sex in the City mäßig. Mich erinnert das Outfit tatsächlich auch an einen Look von Carrie aus der Serie. Oder man gestaltet ihn mit flachen Loafers, etwas gediegener, was in einer Büroatmosphäre sicher auch ganz gut passt. Noch einmal zusammengefasst, meine besten Tipps für bürogerechte Sommerlooks. Geh auf Volumen und leichte Stoffe wie Leinen. Damit lässt du Luft an deine Haut und kannst warme Temperaturen auch mit längerer Kleidung leichter aushalten. Verstellbare Kleidung zum Wickeln oder mit Gummizügen, aber auch verstellbare Schmuckstücke sorgen für mehr Tragekomfort. Farben, Muster oder Texturen können auch einfachere Schnitte interessanter gestalten und ein schlichtes Sommeroutfit aufpeppen. Und mit dem passenden Schuh kannst du dein Outfit noch besser an deine Situation anpassen. Entweder schicker mit hohen Hacken oder entspannter mit Loafers oder gar Sandalen. Und das waren sie schon, meine Sommerlooks fürs Office. Welche Outfits haben sich bei dir im Büro bewährt? Verrate mir deine Tipps auch gerne in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen nach oben und natürlich auch, wenn du mir folgst. Damit unterstützt du nicht nur diesen Kanal, sondern du verpasst auch in Zukunft keine neuen Videos mehr von mir. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit einschaltest. Bis dann!